Aber ihr seht das auch so, ne? Dass das eigentlich noch nicht gebaut ist. Weil das alles noch ausgegraut ist. Es wird aber nicht angezeigt. Ne, hier fehlt der Arm, das ist alles noch ausgegraut. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Also Priorität habe ich jetzt auf Max gesetzt, aber normalerweise bauen die schneller. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt schon den Eingang setzen sollte oder nicht. Landwirtschaft Level 4. Aber nach ihm ist das Ding fertig, aber es ist nicht fertig. Sieht doch nicht fertig aus. Da fehlt doch hier der Greifarm, oder nicht? Aber er zeigt mir auch nicht an, dass ihm was fehlt. Hier liegt wieder so ein einzelnes Brett rum, das schafft ihr nicht da reinzulegen, ne? Die sind manchmal sehr, sehr komisch. Drück mal auf Warten auf Bau. Der Baubeginn erfolgt, sobald ein Kolonist verfügbar ist. Ja, aber wir haben hier 17 faule, untätige Schmarotzer. Das wundert mich halt. Es ist ja nicht so, dass wir hier Hunderttausende von Aufträgen hätten. Die wuseln zwar ganz viel, aber wir haben ja da oben richtig viele Leute, die rumsitzen und alle dürfen bauen. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ach. Ich um einen rumgeklicke, weißt du? Müde sind sie. Weil sie lagern auch nicht ein, ne? Also, wenn es fertig wäre, dann müssten sie ja einlagern. Tun sie aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob der das schon kann, wenn du dann im Bauen sagst, gleich größer bauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sehe aber auch kein Fähnchen. So, jetzt hat er auf jeden Fall verstanden, dass hier nichts mehr ist. Wir versuchen es nochmal. Wir bauen als erstes ein Depot. So, der blöde Arm ist jetzt auch leer. Jetzt müsste hier einer kommen. Bitte, greift ihn weg. Warum der nicht weggegriffen wird, ich habe keine Ahnung. Und das sieht ja jetzt so aus, als wenn das Depot schon fertig wäre. Warten auf Bau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, Holzteil, Holzgriff brauchen wir nicht ganz so viel und Steinblock. Nein, Steinrohling. Das heißt, wir müssen jetzt Basiswerkstätten herstellen. Aber vorher können wir ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen Krieg führen. Dann machen wir die Insel jetzt unser eigen hier. Und rotten wirklich mal alle auf. Daneben. So, jetzt müsste es ja unser Gebiet sein, oder? Können wir doch hier so ein großes Leuchtfeuer hinbauen. Hier.
Weil wenn das jetzt gar nicht funktioniert, wäre das natürlich jetzt ausgebrochen blöd. Was ist denn schon wieder? Sorge dafür, dass deine Kolonisten ein Haus zum Wohnen haben. Ach, wir haben doch irgendwo so einen Kolonisten hergekriegt, der jetzt schon wieder hier ein Otto macht und ein Bett haben will. Psis ist doch. Aber daran soll es nicht scheitern. Wir wachsen an unseren Herausforderungen. Wir bauen einfach noch hier ein Plätzchen hin. Sekunde. So. Und dann ein schönes Haus da drauf. Mit Blick aufs Meer. Warten auf Bau. Es müsste ja genug Material da sein. Weil das sieht schon schick aus. Aber nochmal, hier wird nicht angezeigt. Die sind alle nicht mit dem Logistiknetzwerk verbunden. Das heißt also, auch das dürfte keine nennenswerten Auswirkungen haben. Dann würde ich das Ding zum Beispiel gerne mal ausbauen. Aber wenn ich das jetzt mache, habe ich wahrscheinlich dasselbe Problem wie mit dem, ne? Erstmal vielleicht hier das Problem lösen. Also wir können die Priorität nochmal erhöhen, aber ich glaube, das hat keine Auswirkungen. Hier können wir doch noch bestimmt was abreißen, oder? Das Lagerfeuer haben sie auch schon gebaut, sehr gut. So, dann machen wir die Insel jetzt sozusagen zu unserem eigen. Hier, ne, das wäre... da haben wir also alle drin, genau, das haben wir. Und hier könnten wir auch noch... Dann müsste uns die Insel jetzt komplett gehören. Die Einheimischen, wenn es auch Untote waren, haben wir ja ordentlich rausverbannt. Und wir haben ja, ihr seht, ne, wir haben genug Personal hier. Wenn man ihnen einen Auftrag gibt, ein bisschen aufzuräumen, strömen die hier hin wie die Doofen. Und alles ist gut. So, hier liegen noch Holzteile rum. Aber das sind doch edle, ne? Was habe ich jetzt wieder? Ach so. Jetzt müssten die Holzteile hier noch weg. Das sind normale Holzteile, kann das sein? Und dann räumt mal hier ein bisschen auf, ja? Es gibt auch nur ganz wenige Probleme, nämlich einmal... Sag mal, wo bringt ihr eigentlich die... Das ist doch Kakao, ne? Wo ist eigentlich der Kakao hingelagert worden? Kein Kakao? Naja. Also Holz wird auch aufgefüllt, das funktioniert. Drei Probleme... Was ist hier? Pferdebahnhof? Ja gut, den habe ich nur noch mal hingestellt. Also es gibt nur diese beiden Probleme. Alles klar. Keine Ahnung, was er wieder hat. Ich weiß aber, was wir jetzt machen. Mach alles kaputt hier. Los. Ich will looten. Alles abreißen. Es muss eine plane Fläche geben hier. Und für die Schafe haben wir immer noch nichts gebaut, ne? Ich bin auch ein Typ. Ich lasse hier die Tiere seit Stunden rumlaufen, ohne dass die eine Scheune haben. Das ginge, ne? Das heißt, warum ist da eigentlich eine Lampe und warum kann ich die nicht abreißen? Ist die wegbomben?
Ah, die muss weggebombt werden. Aber die habe ich doch nicht gebaut, ne? Hui. So. Ich kann da nämlich einen Stall hin, weißt du? Wo hatte ich denn hier? Behausung. Scheune. Passt wieder mal überhaupt nicht. Na, geil. Also, wir können hier ein Fundament hinsetzen. Dann nehmen wir nur uns wieder die Scheune. Weil wir brauchen 3 Scheunen. Zack. Zack. Jetzt drück. Und dann ist schön hier. Wenn übrigens, wo ich da gerade kurz drüber nachdenke, hat eigentlich einer von euch einen Tipp, wo man gute Alerts und diese ganzen, was man dafür braucht, wo man das herbekommt? Ich habe das, weiß gar nicht, wir haben heute Sonntag, ne? Also ich habe es in dieser Woche, ich glaube Dienstag oder Mittwochmorgen, habe ich mich damit beschäftigt, habe das eingerichtet, weil ich auch über Tippi Stream zum Beispiel, weil auch da mich einer darauf hingewiesen hatte, dass das geht, hier so ein Spendending hatte und gelesen hatte, dass Tippi Stream wohl seit Wochen nicht mehr auszahlt und irgendwie alles ganz komisch ist. Dann habe ich mich damit beschäftigt und gesagt, naja, wie kann es denn sein, wenn wirklich mal einer nachfragt und sagt, hör mal, ich habe zu viel Geld, wie kann ich dir das geben? Hoffe ich ja immer drauf. Beim Wasserproblem. Damit habe ich mich beschäftigt, bin dann über Alerts und habe das fertig gemacht. Gibt es da irgendwo jemanden, der sowas in schön irgendwie hat? Also das soll jetzt möglichst nichts kosten, ist klar, weil das ist ja alles noch ganz einfach. Solange ich kein Geld mit irgendwas verdiene, will ich natürlich auch möglichst wenig Geld ausgeben. Ist, denke ich, nachvollziehbar. Wenn da einer einen Tipp hat, gerne mal eben kurz in die Kommentare schreiben. Bin ja immer daran interessiert, wie es weitergehen könnte. Ach ja, geht ja nicht. Ist ja ein komischer Boden, da kann man ja nichts draufbauen. Stimmt ja. Vergesse ich immer. Aber dann sind unsere Schafe bzw. unsere Tiere auch gut untergekommen. Und dann können wir auch mal hier so ein bisschen noch auf die Dekodrüse drücken. Kolonistenstatue. Dafür könnte man Wert 1, Reichweite 8. Dann wird das hier so eine richtig geile Wohngegend. Und hier unten kann man auch noch was machen. Gold haben wir ja, ist ja jetzt nicht so, ne? Dann machen wir hier Zug und da Zug, Zug um Zug und dann machen wir hier unten noch Blumenpötte hin. Aber für irgendwas muss man das Zeug ja gebrauchen, ne? So, ist denn der Bau mittlerweile fertig? Nein. Also die nehmen da problemlos raus, aber sie bauen es nicht fertig. Dürfen die nicht zusammenstehen? Jetzt hat er gerade etwas größer geleckt. Also ganz ehrlich, die Baumaterialien müssen alle da sein. Er sagt ja auch nicht, dass was fehlt. Ist sehr verwirrend gerade. Depot. Holzteil, Maschinenteil, Stein, Block und Ziegel. Ziegel. Ach, die habt ihr jetzt mittlerweile alle rausgeräumt. Na, ihr seid ja schlau. Ziegel, Stein, Block. Maschinenteil.
Da müssen wir unbedingt welche herstellen. Und Holzteil.